Wir haben Real Madrid natürlich schon ein paar Mal jetzt gesehen und mit unseren Analysten natürlich auch geschaut, wenn sie selber mal schauen wollen und sich Tore von Real Madrid anschauen oder große Torchancen, wenn sie sich mal die Mühe machen, 10 Sekunden vorher auf eine Stopptaste zu drücken. Sie sehen sie nicht kommen. Ne? Also man sieht es nicht immer kommen. Manchmal sieht man es kommen und die Situation ist klar und man denkt so, oh ja, da wird es jetzt gefährlich. Aber manchmal sehen sie es nicht kommen. Es läuft dann, es ist eigentlich alles unter Kontrolle, die Absicherung steht. Real Madrid scheint in Unterzahl zu sein. Und sie drücken wieder auf Play und 5 Sekunden danach nochmal auf Stopp und dann sehen sie es plötzlich. Also es ist höchste individuelle Qualität. Es ist gepaart mit so unglaublicher Umschaltwucht und höchste individuelle Qualität im Sinne von, wie bleibt das Tempo im Konter. Die technische Ausführung im Konter ist einfach ohne Verzögerung. Und wenn Sie den Klassiko ansprechen, das Tor, die haben ja, glaube ich, in der 70. waren sie 1-2-1 zurück. Und sind in der Lage, sofort eine Antwort zu geben. Und das Siegtor lag jetzt nicht in der Luft. Und dann fällt es auf so spektakuläre Art und Weise. Und es scheint so natürlich zu sein. Und das ist was sie dann ausmacht. Und deshalb sind sie natürlich auch in der Turnierform extrem gefährlich und immer in der Lage, eine Runde weiterzukommen, immer in der Lage, ein Turnier zu gewinnen, weil sie dort auf dem Punkt im Grunde diese Situation auch genießen und auch schwierige Momente ja auch aushalten.